Anfang April, wir haben so geiles Wetter hier in Köln. Es ist gerade erst Sonntag, aber ich könnte jetzt halt einen Dienstag draußen aufnehmen. Da habe ich mega Bock drauf, deswegen mache ich einen Dienstag einfach heute schon mal. Ich war gerade eben laufen, 8 Kilometer, das ist das Weiteste, was ich bisher so gelaufen bin. Und ich hoffe mal, dass bis zur Longmotor das auf regelmäßig über 10 Kilometer noch steigern kann. Aber ich habe mich jetzt erstmal mit Sebastian Kluge verabredet und den hole ich jetzt ab. Sebastian! Hey, yo. Ja? Alles gut? Ja. Bei dir? Ja. So, Sebastian, wie geht es dir an diesem wunderschönen Tag heute? Auch ganz fantastisch. Ich finde tatsächlich nur diese komischen... Was ist das, Preiselbeeren? Das ist Pfeffer. Ach, das ist Pfeffer. Ja, deswegen schmeckt es so scheiße. Das ist so... Alles klar, ich hab meine noch nicht richtig probiert. Ich habe zum allerersten Mal in diesem Jahr Sonnenbrille auf. Das ist echt der Wahnsinn. Jetzt ist natürlich die Wolke gerade in dem Moment hinter die Sonne hinter der Wolke. Ja, aber es ist die ganze Zeit so geil hell. Sogar der Tisch, der weiß ist, blendet. Das ist der absolute Wahnsinn. Aufgegessen war eigentlich lecker, fand ich. Also mir hat es gut geschmeckt. Ja, ja. Bis auf die Pfefferkörner. Die sind alle übrig geblieben natürlich. Ja. Ne? Aber wir haben auch einfach eine Top-Location hier direkt am Rhein. Da hinten ist der Kölner Dom. Ein super Tag. Wir starten in den Lenastag rein. Ich nehme heute Lenastag auf. Okay. Sebastian, ja. Wir starten mit der Seichenfrage rein, okay? Und zwar von der Janina. Sie hat gefragt, ich sehe, sagt, was ist deine Lieblings-Eissorte? Sebastian, ich frage die Frage weiter, was ist deine Lieblings-Eissorte? Joghurt. Joghurt? Würde ich aus der Hüfte mit Joghurt beantworten. Joghurt? Also wir wollen ja gleich Frozen-Joghurt essen gehen. Ja, guck mal. Das ist der Plan, aber Joghurt-Eis so viel nicht so falsch. Frozen-Joghurt, so das Grundeis auf ein Geilo, aber so... Nee, also mein Lieblings-Eis ist immer was Cookies oder so, der ganz klassische Strassetteller oder Zitrone. Ich hätte jetzt bei dir Schokolade gezettelt. Nee, Schokolade ist nicht mein Favorite, muss ich sagen. Ja. Aber ich bin ein Freund von jedem Eis, deswegen holen wir uns jetzt auch was. Schon unterwegs zum Eis und die nächste Frage kommt passend von der Greta und sie fragt gleich den ganzen Tag, bist du gerne mit dem Auto unterwegs am sonnigen Tag? Und ich bin sehr gerne im Cabrio unterwegs. Also wenn es nicht gerade Stau ist, ja, dann finde ich es so gut. Ich glaube, die besten Autoerlebnisse hatte ich so, als ich letztes Jahr durch Schottland gefahren bin mit dem Auto, durch die ganzen hügeligen Landschaften dadurch. Finde ich mega gut. Wir sind jetzt hier nach Ehrenfeld, also klein in Berlin sozusagen, in Köln. Hier ist gleich Frozen Joghurt. Die Sonne scheint immer noch. Sehr gut. Das Einzige, was ich brauche, ist Erdbeeren. Frozen Joghurt und was für eine Waffel, Alter. Richtig geil. Eigentlich ist Ehrenfeld ja ganz cool. Oh, Vorsicht. Ah. Oh nein, das sind die Lochis. Was? Oh Gott. Also, da hinten sitzen... Leute, so keine Ahnung, so eine Gruppe von, keine Ahnung, 12-Jährigen oder so. Ja. Und haben ultra laut Musik an. Jetzt gerade nicht mehr, aber gerade eben noch viel lauter. Ja, jetzt wieder. Jetzt fängt es wieder an. Und die hören wirklich, die pumpen hier die Lochis. Ein paar, ja. Richtig laut. Und ich kenne den Song nicht. Was ist das? Heiko Roman, ja, was ist das für ein Song? Was geht hier? Ich dachte, ich kenne alles, aber ich kenne anscheinend doch nicht alles. Das sind die Lochis. Ja. Ist das neue Album eigentlich schon raus? Du, ich weiß es nicht. Mal abchecken auf iTunes, ist glaube ich schon vorbestellbar. In Ehrenfeld auf jeden Fall alles möglich. Also man sieht auch wieder so ein bisschen Berlin, es ist ein Park und überall liegt Müll so, ne? Das ist auch wieder so richtig, richtig Berlin, finde ich. Richtig Berlin, alles dreckig. Ja, da war's wieder. Ich habe glaube ich noch nie in der Öffentlichkeit einen Lochis Track gehört. Ich finde, das ist richtig so ein Kulturschock gerade, ja. Wir sind mitten in Ehrenfeld, eigentlich so ein cooles Viertel in Köln, sag ich mal.
Und dann sogar und noch mit der Endcard. Mit der Endcard. Die YouTube Endcard. Es wird die ganze Zeit in der Mitte hinten abgespielt. Und es stört sich keinen. Die sind einfach alle cool mit. Das ist ein sehr tolerantes, offenes Viertel hier. Das ist top Ehrenfeld. Ihr macht das super. Ja, hier laufen die Lochis. Salonfähig gemacht. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das Video teilen. Wir sehen uns nächsten Lochi Samstag. Geil. Frozen Yogurt war gut, war Waffel auch gut? Ja, war ganz fantastisch. Sehr schön. Auch die Musikuntermalung natürlich, die jetzt leider aufgehört hat, da hinten mit den Lochis, ist jetzt nicht mehr vorhanden. Wir haben dafür neue Fragen. Für den heutigen Dienstag von Mark Huber kommt die nächste. RTMV, wünschst du dir manchmal, dass sich niemand erkennt und du einfach ungestört durch die Stadt gehen kannst? Hashtag Dienstag. Und ja, auf jeden Fall. Wir haben vorhin auch drüber gesprochen. So. Ja. Ich bin eigentlich jetzt, vor allem so im Winter, habe ich voll vermieden, irgendwie rauszugehen an so Hotspots, sage ich mal, wo viele Menschen unterwegs sind und so weiter. Und deswegen habe ich jetzt sehr wenige so Begegnungen gehabt, wo ich irgendwie halt von vielen Leuten erkannt wurde. Immer mal einzeln, das passiert halt auch so. Aber ja, nicht so viel auf einmal. Und dann heute sind wir einfach nur halt einmal in den Park gefahren, wo halt bei dem Wetter am Sonntag halt extrem viele Leute sind und direkt schon im Auto erkannt, auf dem Weg dahin, auf dem Weg zurück. Die 3-4 Mal. Ja, so. Man, ja. Man denkt, es ist halt, man relativiert das jetzt eigentlich schon so. Ja. Ach, es waren heute nur 4 Mal, die mal angesprochen wurde. Aber es ist schon so. Also für die kurze Zeit verhältnismäßig recht ja. Viel so. Aber es ist halt. Es ist halt so allein der Gedanke, dass man weiß, man wird angesprochen, dass man nicht mehr so komplett frei und ist und so komplett sozusagen entspannen kann, finde ich. Es ist nicht schlimm so, man kann damit umgehen so, also jetzt nicht so, dass ich so den Scheiß, ich kann nicht mehr raus, aber ich würde auf jeden Fall, darum geht die Frage, ja, ich würde sofort darauf verzichten, wenn es eine Sache geben könnte, auf die ich verzichten könnte, so, wenn alles so bleibt, wie es ist, aber einfach, ich werde nicht mehr in der Öffentlichkeit erkannt. Finde ich richtig gut. Wäre ich so voll dabei. Ja, ich auch. Ich meine, ich habe das Problem ja zum Glück. Aber auch, in Anführungszeichen, wirst auch mal erkannt. Wenn man im McDonald's sitzt und gerade irgendwie 3 Pommes im Mund hat. So, das sind dann irgendwie die Momente. Die aber, unangenehm sind. Ja, aber ansonsten eigentlich so überhaupt ist das super. Ich glaube, das ist immer, das ist so mal witzig für einen Tag so, aber wenn du das immer hast, das ist ja. Nichts, was irgendwie. Ich glaube, es gibt manche Menschen, die es cool finden, aber ich glaube, die meisten Menschen, und da gehören wir beide auch dazu, das ist einfach, nee, wir haben lieber sozusagen unsere Ruhe und sind für uns als. Dass dann erkannt wird, die ganze Zeit angesprochen wird. Die nächste Frage ist von Axonia und da wird gefragt, hätte ich den Tag nach der Resonanz des Videos über einen englischen Kanal, hast du nun weniger Zweifel daran, dies zu versuchen? Und auch das haben wir gerade eben ein bisschen besprochen. Ja, stimmt. Ich wusste gar nicht, wo hattest du das denn gewählt? Im letzten Dienstag habe ich das erst vor ein paar Tagen jetzt rausgekommen. Habe ich natürlich gesehen. Ah, sehr gut. Ja. Sebastian, du bist ein treuer Zuschauer. Finde ich gut. Habe ich geliked. Weil Sebastian ist auch dafür zuständig, dass sozusagen zum Beispiel die entsprechenden Accounts gesichert werden mit den Namen, die ich sozusagen dafür haben möchte und so weiter. Ja. Und wir haben uns auch ein bisschen darüber unterhalten, auch wie man das nennen könnte. So ein Name ist immer so ein ultra schweres Thema, finde ich so. Wie man sowas nennt. Deswegen, wir können auch noch nicht sagen, wie es sozusagen jetzt heißen wird. Also, ich habe mich auch noch nicht entschieden, ehrlich gesagt. Aber wir sind ja auf einem ganz guten Weg. Aber auf jeden Fall, die Resonanz fand ich super unter dem Video und habe mich noch daran bestärkt, das zu machen. Es haben natürlich auch manche Leute geschrieben, so, dass sie jetzt nicht so Lust haben, weil sie auch einfach keine Lust haben, englische Videos zu gucken, wenn sie auch deutsche haben können. Aber echt extrem viele haben mich daran bestärkt, haben gesagt, wenn du Bock drauf hast, dann mach das. Und auch viele haben gesagt, dass sie es cool finden, weil sie so ein bisschen so selbst ihr Englisch sozusagen ein bisschen stärken können. Und ich habe mir auch schon so ein bisschen genauer überlegt, eben wie ich das Ganze starten will, was für Videos da sozusagen am Anfang kommen. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht, dass diesen Monat schon mal so ein bisschen testweise, probeweise, wenn auch das alles mit den Accounts alles klappt, schon zu machen. Ich hätte einfach echt Lust drauf. Und ich habe natürlich Sorge, dass das irgendwie auch viele Leute nicht cool finden werden und dass dann irgendwie nicht so gutes Feedback dazu kommt zu der ganzen Sache. Das wird natürlich alles so, ich stecke dann sozusagen dieselbe Arbeit rein wie in deutsche Videos und es wird einfach viel weniger Reichweite, viel weniger Klicks haben sozusagen, weil es auch irgendwie so ein Ding ist, dass irgendwie, wenn man, lädt man das hoch und denkt so, Mist, hätte ich das auf Deutsch gemacht, wäre jetzt irgendwie erfolgreicher sozusagen. Aber ich will es trotzdem machen und ich glaube, ich ziehe das deswegen einfach durch. Ich denke, es ist auch einfach cool, mal wieder was Neues auszuprobieren. Und ich glaube, das gilt halt auch so generell so ein bisschen für diese ganze deutsche YouTube-Szene, dass man sich da halt mal irgendwie sowas traut. Weil ich wüsste jetzt kein Beispiel von jemandem, der deutschsprachig YouTube-Videos gemacht hat, der dann irgendwann angefangen hat, so langsam ans Englischsprachige umzuswitchen. Oder einfach halt so was komplett Neues halt einfach mal zu machen, ne? Weil ich bin sozusagen in dem, was ich mache, sozusagen erfolgreich genug, so ich könnte das einfach jetzt alles so weitermachen, aber ich habe einfach Bock, was Neues zu machen.
Das ist so für mich die Motivation. Einfach so ein ganz neues Projekt, wo ich einfach halt, das habe ich im letzten Video schon ausführlicher beantwortet, dass ich da einfach jetzt, ich habe einfach Lust, so meine ganze Energie mal in was Neues zu stecken und mich auszuprobieren, ohne irgendwelche Grenzen sozusagen zu haben, die man sich selbst gesteckt hat. In so einem Kanal wie den er jetzt irgendwie 2,6 Millionen Abonnenten hat und den, wo alle Leute wissen, was man ungefähr da macht, sondern ja, man bricht da raus und kann einfach komplett machen, worauf man Bock hat. Und das werde ich machen. Vielleicht in diesem Monat. Vielleicht ist ein Link in der Beschreibung zu dem Kanal, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Und eine Frage kommt noch vom Jonah und der hat gefragt, LDTV, wie sieht es mit dem Training für die Longo-Tour aus und nimmst du die Drohne mit? Ja, wie sieht es mit dem Training aus? Ich bin heute Morgen wieder gelaufen, ne? Habe ich dir gesagt. Ja, deswegen war ich auch zu spät. Wärst du mal schneller gelaufen. Ja gut, aber ich will es halt jetzt halt versuchen zu steigern, habe ich heute Morgen ja schon gesagt, auf ungefähr 10 Kilometer und ich glaube, das ist ganz gut für Longmotor. Ich glaube, ich bereite mich viel besser auf jeden Fall als beim ersten Mal drauf vor. Aber jetzt beantworten wir auch mal den interessanten Part der Frage, nimmst du die Drohne mit? Ich werde die Drohne wahrscheinlich mitnehmen, wir werden ja wahrscheinlich ein Begleitauto sozusagen haben, wo ich die Drohne reinschmeißen kann, weil auf dem Rücken, das geht auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung, wie viel ich damit filmen kann, weil während ich fahre, geht es halt nicht so gut, aber... Weiß ich, die Drohne war so geil auf dem Nordtrip, also habe ich so viele fette Aufnahmen mitgemacht und es öffnet so ganz neue gestalterische Möglichkeiten. Deswegen kann ich einfach gar nicht drauf verzichten. Ich habe die sogar jetzt im Auto da drin. Auch wenn ich die einfach hier natürlich nicht steigen lassen kann, mitten in Köln geht natürlich nicht. Aber ich will die, würde die immer steigen lassen, wenn es irgendwie gehen würde. Deswegen nehme ich die auf jeden Fall mit auf die Longo-Tour. Sind wir hier gelandet, Sebastian? Ich weiß es noch nicht und ich weiß es noch nicht, ob ich das gut finde. Wieso? Ich weiß nicht. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich Auto gefahren bin, das war tatsächlich in den USA, da das eine Mal hier auf dem Parkplatz. Und Kuri, hast du einen Führerschein? Natürlich. Der Typ hat echt einen Führerschein. Ja? Sogar 16, Ende 16, glaube ich, war das ziemlich early. Bist du 21? Vielleicht. Ja, bin ich auch nicht. Gerundet. Muss man auch nicht, 21 muss nicht sein. Ja, du bist doch 21? Nein, ich bin 20. Alter, mit was für Kindern hänge ich denn hier rum? Weil ich die Kamera halte. Kinder! Wir sind gerade eben einfach mal ein bisschen rausgefahren. Das ist auch spontan. Ganz spontan sind an diesem riesigen Kraftwerk oder die zwei Kraftwerke, die irgendwie jetzt hier Köln mit Stromversorgung vorbeigefahren. Das ist irgendwie 15 Minuten von uns entfernt, so von der Stadt. Aber trotzdem waren wir da noch nie und es ist krass, allein wie viele, was habe ich dir nicht alles gesagt, wie viele Stromleitungen da sind, ja? Ja, was? Das hat mich echt, ich war fasziniert von den Stromleitungen, ja? Jetzt hier nicht mehr, aber da gerade eben so viele Stromleitungen, das war krass. Wirklich, Leute, diese Stromleitung. Und jetzt, wir waren halt dann irgendwann in der Nähe von Kerpen und hier ist die Kartbahn. Und ich war ja schon lange nicht mehr, ich war einmal hier mit Revi, der hat auch eine Frage gestellt für Dienstag, das legitimiert ist, dass wir hier sind. Kann ich jetzt hier passend beantworten, hat gefragt, auf einer Skala von 1 bis Revi, wie sehr hast du mich? Ziemlich Revi, würde ich sagen, ne? Ja. Siehst du auch so. Ja, ziemlich Revi. So. Ich habe leider keine GoPro nix dabei, weil wir wussten nicht, dass wir das jetzt hier machen. Ich dachte, wir essen nur kurz, weil wir haben den ganzen Tag hier aber schon irgendwas gemacht. War aber ziemlich cool. Dann fahren wir jetzt einfach mal. Ganz ohne Kamera, so ganz un-YouTuber-typisch, ja. Fahren wir ein bisschen Kart und sehen uns gleich mit total verschwitzten Gesichtern wieder. So, zurück zu den verschwitzten Gesichtern. Für 10 Minuten im Kart sitzen sind wir schon ein bisschen verschwitzt, ja? So. Ist schon auch ein bisschen verschwitzt, ein bisschen, ja? Ich aber auch, da ist ja auch nochmal hier beim Kartfahren. Wir haben auch noch unsere kleine Liste. Es tut mir richtig leid, dass ich 0-10 vom Kartfahren, das ist untypisch für mich. Ich fahre ein Kart, ja. Ist halt gar nichts einfach, weil nicht mal ein Kart gehört oder so. War aber eine spontane Aktion. War eine spontane Aktion, auf Snapchat hat man ein bisschen was gesehen, aber jetzt natürlich, geil, Snapchat, ja? Das Video kommt Donnerstag raus, ist längst alles weg bei Snapchat. Tolles Video auf Snapchat, ich liebe Snapchat, schaut nicht bei meinem Snapchat vorbei. Aber ihr habt es vielleicht gesehen bei Snapchat. Das ist auf jeden Fall hier, ist unsere Rangliste. Das sind hier die Zeiten. Wir waren alle im Rahmen von einer halben Sekunde hier. Ja. Mit einem Fahren, außer Sebastian, über 10 Sekunden langsamer. Ja. Aber du hast tolle Fahrmanöver gemacht und auch toll. Drehungen in Drifts waren dabei. Ich habe einiges gesehen. Genau. Habe auch fast nichts kaputt gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Fast nichts. Fand es richtig cool, einfach mal spontan hinzufahren. Während die Sonne untergegangen ist, sind wir ein bisschen Kart gefahren. Ja, guck mal an. Oder man. Nee, ist schon weg, ne? Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Vielleicht, wenn wir auf die Landstraße rausfahren. Werden wir sie vielleicht noch sehen. Aber wir sehen uns zu Hause wieder.
Okay, ich bin zurück nach Hause. Es war ein sehr spontaner, aber sehr cooler Tag zusammen mit Sebastian. Und ich glaube, eine Frage können wir auch noch beantworten hier. Und die letzte Frage für heute, die kommt von Urs. Und der Urs hat mir geschrieben, hey Dena, wo siehst du dich in 5 Jahren? Ja, also die ganz klassische Frage hat Urs sich da rausgesucht. Wo sehe ich mich in 5 Jahren? Das ist so eine klassische Vorstellungsgesprächsfrage. Ja, und ich bin jetzt YouTuber, ich bin sozusagen selbstständig. Ich habe das große Glück, dass ich einfach das machen kann, was ich will. So, und eigentlich habe ich genau darüber ja schon bei einer der letzten Fragen gesprochen, dass ich mich jetzt ein bisschen ausprobieren will und mal versuchen will, im englischen Bereich was zu machen, so englische Videos zu machen. Mal gucken, ob das irgendwie klappt. Aber wo ich mich in 5 Jahren sehe, keine Ahnung. Ich meine, ich mache ja nicht mal YouTube seit 5 Jahren. Aber ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn man nicht den genauen Plan hat, was man irgendwie mal machen möchte. Im Endeffekt ist es einfach ziemlich wichtig, dass man irgendwas findet, was einem selbst Spaß macht, was einen weiterbringt. Und das nicht nur im beruflichen Sinne, sondern auch im menschlichen Sinn. Denn ich denke, glücklich zu sein, das ist somit das höchste Gut, was man als Mensch erreichen kann. Soviel zu deiner Frage, Urs. Und da haben wir dann auch genug Leute vom Sonntag. Jetzt ist wieder Donnerstag, wir haben den Donnerstag. Zumindest zur Verabschiedung des Videos. Wie am Anfang gesagt, habe ich den jetzt eben ausnahmsweise mal schon am Sonntag aufgenommen. Wie findet ihr das, wenn ich mal so ausnahmsweise, wenn es sich eben gut anbietet, wie das eben am Sonntag so war, wo so verdammt gutes Wetter ist, und ich dann einfach mal spontan mit Sebastian Kluge ein bisschen das gemacht haben, worauf wir Lust hatten und euch da eben perfekt in dem Dienstag mitnehmen konnte. Habt ihr da Bock drauf, dass ich sowas häufiger mache oder eher auch nicht so? Schreibt es mal gerne unten rein in die Kommentare. Denn im Vergleich dazu war der heutige richtige Dienstag sozusagen ziemlich langweilig. Ich saß eigentlich nur zu Hause und habe ein bisschen was aufgenommen und habe ein bisschen geschnitten, vor allem die ganze Zeit. Spannender wird es dafür morgen wieder werden, denn ich habe gerade die Bestätigung dafür bekommen, dass ich ein sehr, sehr geiles Auto morgen für ein paar Tage hier eben hingestellt bekomme und damit machen kann, was ich will. Mal schauen. Ich werde unter anderem auf jeden Fall zu einem Rennen nach Oschersleben fahren. Das kommt aber alles morgen oder übermorgen im Vlog, je nachdem, wie schnell ich das dann geschnitten bekomme. Zum englischen Kanal gibt es auch wieder einige Fortschritte, die ich aber noch nicht so sagen kann. Wie vorhin schon so ein bisschen gesagt, ich habe da auf jeden Fall so ein bisschen die Sorge eben, keine Ahnung, ob ich das überhaupt alles schaffe, vor allem zeitlich eben, ob das was draus wird und deswegen will ich es nicht so riesig groß ankündigen und aber ich habe da so Bock drauf. Naja, mal schauen, Leute. Wir werden sehen, was daraus wird. Ich glaube, so drumherum reden bringt auch nichts. Seid gespannt, was da kommt für den heutigen Dienstag. Was ist auf jeden Fall. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Schaut bei Sebastian Kluge vorbei. Der war ja auch lange nicht mehr im Vlog. Ich verlinke euch mal unten in der Beschreibung. Und ja, dann sehen wir uns morgen oder übermorgen bei den nächsten Vlogs wieder mit dem geilen Auto. Mal schauen, was ich sonst noch so mache. Oder ansonsten nächste Woche zum nächsten Dienstag. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.